Wetzlar, Stadt der Optik. Im direkten wie übertragenen Sinn. Vielleicht hängt dies aber auch irgendwie zusammen. So wie Ursache und Wirkung. Der Deutschspalter Walter Zapp macht 1922 eine Fotografenlehre in Reval im heutigen Tallinn, Estland. Dort kommt er auf die Idee zu einer Kamera, so klein, dass sie in der Hand verschwindet. Er gründet gemeinsam mit seinem geschäftsführenden Partner Richard Jürgens in Wetzlar die Minox GmbH. 1948 wird die Firma in Heuchelheim bei Gießen ansässig und die erste Minox Kleinstbildkamera Made in Germany ausgeliefert. Das kleine optisch-mechanische Wunderwerk avanciert zum Statussymbol der Großen dieser Welt und wird zum Leidwesen seines Erfinders das geschätzte Handwerkszeug der Schattenwelt. Von führenden Agenten empfohlen, spielt es bis auf den heutigen Tag eine tragende Rolle in geheimen Diensten. Und das nicht nur in Film und Fernsehen. Als ein wahres Meisterwerk der Optomechanik hat der Prototyp der Riga Minox in der ständigen Designausstellung des Museums of Modern Art in New York einen festen Platz gefunden. 1974 geht die legendäre Minox 35EL in Serie und als kleinste Kleinbildkamera ihrer Zeit in die Geschichte ein. Nach wie vor ist die kleine mit der großen Klappe Vorbild aller Kompaktkameras dieser Welt. Wie der Markt, so hat sich auch das Unternehmen neu aufgestellt. Eine junge Generation bestimmt die Geschicke der Traditionsmarke und eröffnet Minox attraktive Perspektiven, auch im Segment innovativer Sportoptiken. Digitalkameras wie Ferngläser tragen die markanten Züge der Minox-Familie und zugleich die stilsichere Handschrift der Volkswagen Designabteilung. Funktionelle Formen vom Feinsten sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit, die sich von Anfang an durch internationale Designpreise auszeichnete. Eine Kooperation zwischen zwei erfindungsreichen deutschen Herstellern. Eines gilt nach wie vor für alle Produkte, die das Zeichen Minox tragen. Jedes einzelne ist die konsequente Umsetzung der Prinzipien, die den Erfinder möglichst kleiner Kameras groß gemacht haben. Qualität im kleinsten Detail und auf größtmöglichem Niveau. In Elektronik, Optik, wie Mechanik. Dafür wird alles getan. In Entwicklung, Konstruktion und Fertigung. Jahrzehntelange Erfahrung sowie moderne Fertigungstechnologien setzen einen unvergleichlichen Standard in Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Dabei legt Minox traditionsgemäß den größten Wert auf die makellose Abbildungsleistung der Optik. Aus hochspezialisierten Gläsern entstehen lupenreine Linsen. Form, Vergütung und Zentrierung machen jedes Objektiv zu einem Meisterwerk der Optikrechnung. Dabei kommt es auf engste Toleranzen an, muss alles auf den 3000stel Millimeter genau stimmen. Dafür sorgt die ausgefeilte Qualitätssicherung in jedem Einzelfall. Jedes Minox-Produkt wird unnachgiebigen Funktionsprüfungen und härtesten Temperaturtests unterzogen. Schließlich soll ein Minox-Gerät, wo immer auf der Welt, auch unter schwierigsten klimatischen Bedingungen seine Funktion absolut zuverlässig erfüllen. Seit Anbeginn wird auch der Kundendienst großgeschrieben. So werden selbst für 50 Jahre alte Kameras sämtliche Ersatzteile vorgehalten,
sind Wartung und Instandsetzung kein Problem. Seine hohe Kompetenz in der Fotografie überträgt Minox systematisch auf die Beobachtung und schafft damit eine ideale Verbindung. Flüchtige Momente können so in aller Klarheit erfasst werden. Immer wieder setzt das Unternehmen Zeichen, indem es dynamische Nischenmärkte erschließt und Premium-Optik-Technologien in Bereiche der Fern- und Sportoptik übernimmt. Wassersportler, Ornithologen, Wildhüter, Tierfilmer, Fotografen, Abenteurer und Jäger sowie internationale Fachpublikationen wissen diese Vorzüge zu schätzen. Minox ist mehr als ein Markenprodukt, was nicht zuletzt die Sondermarke der Isländischen Post beweist. Tochtergesellschaften in USA, Großbritannien, Asien sowie Flagship-Stores in Hongkong, Peking, Taipei, Kuala Lumpur und Singapur sind das Ergebnis der Vertriebsphilosophie eines servicebewussten Herstellers. Diese Kundenorientierung spiegelt sich als besondere Qualität in allen Minox-Produkten wider und äußert sich stets in neuen Dimensionen. In den kompakten Präzisionsgeräten zur Foto- und fernoptischen Darstellung steckt die innovative Kraft des German Engineering. Sie gehört zu Minox, wie Wetzlar zur Optik.